So, willkommen. Wir befinden uns hier wieder in der Welt der Masters. Ja, es ist nicht lange her. Da habe ich ein Video über den hier gemacht, von der neuen Serie von Mattel, die Masters of the Universe Origins. Und ja, bei meiner Odyssee, die ich ja schon erwähnt habe, die wirklich unglaublich brutal war, was zu finden. Also ich bin in 10 Geschäften gewesen, das habe ich den ganzen Tag gekostet, einen freien Tag. Dann habe ich 10 Stunden lang telefoniert, dann habe ich wirklich noch jeden Online-Shop durchgekaspert und ich habe halt nur noch den da hier gefunden. Aber immerhin habe ich ihn gefunden. Aber durch meine Suche bin ich auf was anderes gestoßen. Die Eternia Minis, eigentlich ist aktuell nur das dazu gekommen. Das ist Schloss Grayskull und da sind halt dann so Minifiguren drin, wie hier der Trapture und halt so eine Burg von Schloss Grayskull. Die sind da also Blind Packs mäßig drin verpackt. Und ich habe Snake Mountain gefunden. Ja, genau, richtig. Wahnsinn. Das habe ich bei Müller gefunden. Und eigentlich sollen die laut meinen Infos Ende des Jahres, also so November, Dezember, Januar teilweise steht im Internet. Also die sollten auf jeden Fall jetzt noch nicht da sein. Aber ich glaube, die haben einfach nicht auf die KW geschaut und das Ding rausgestellt. Ich habe angerufen, habe die erreicht, haben die gesagt, ja, wir haben was von Masters. Habe ich natürlich sofort Lust auf große Actionfiguren gehabt. Dann haben die aber gesagt, nee, das ist so ein lilaner Karton. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat keine 20 Minuten gedauert, dann war das Ding reserviert. Ich musste mich dann noch mit denen unterhalten, ob der Karton denn bitte aufgehoben werden kann und sowas. Und natürlich, den grünen hier habe ich bekommen, weil wir den letzten hier gekauft haben. Da war Trapjaw drin. Und die Figuren sind ziemlich günstig. Also Preis-Leistungs-Verhältnis für so eine kleine Figur. Also das ist mein Finger, ungefähr ein halber Finger groß. Vom Design her sind sie halt so ein bisschen deformed. Das ist okay, es ist nicht hässlich, so wie diese Pop-Figuren oder wie die heißen. Funko Pop, die mag ich überhaupt nicht. Sondern sie sind hier schön angenehm. Also sie fühlen sich auch gut an, sie sind gut designt. Und jetzt tut gerade Schnase Junior mir ein Handzeichen geben, was ist? Ich habe gedacht, dass ich nicht reden darf. Ja, natürlich darfst du reden. Ach so. Man darf dich nur nicht sehen. Ach So so. ist es. So, ja, hallo erstmal. Hallo. Hier ist der Grau der Schnase Junior. Der Mr. Korn ist gerade im Urlaub. Der macht Urlaub an Mallorca am Strand ohne Mundschutz. So, auf jeden Fall, er hat ja seinen ja, Nasenschutz. Egal. Auf jeden Fall finde ich die Figuren vom Preis-Leistungs-Verhältnis me mega. Also 5 bis 8 Euro ist der empfohlene Preis. So findet man die eigentlich auch. Aber es gibt natürlich auch bereits schon sehr, sehr, sehr teure Luxusmodelle, die wohl selten sind. Und wir werden das jetzt mal öffnen. Wir haben einen schon aufgemacht, das hat mein Sohn nicht erwarten können. Das ist gut als Vorzeigemodell als erstes. Und das ist halt hier so, man hat halt dieses Schloss. Das wird dann geöffnet. Vor einem Schloss. Ja, das ist Snake Mountain. Nein, das ist die Drachenfestung. Muss man ja ganz genau nehmen. Das ist nicht Snake Mountain, wenn man es genau nimmt. Wobei, ich weiß nicht, gibt es eine Version, wo es Snake Mountain heißt? Also auf der Verpackung auf der deutschen heißt es Drachenfestung, glaube ich. Nein, Drachensteinfestung Ah ja, oder so. Drachensteinfestung oder so ähnlich. Ja. Irgendwie sowas. Und also das Design von den Kartons ist schon mal mega. Sie sind klein, kompakt, für einen Sammler ideal. Hier an der Seite sieht man dann noch, was drinnen ist. Hier He-Man zur Möglichkeit, Man at Arms in einem grünen Look, Beastman, Stinkor, Skeletor in einem schwarzen Look, Faker ist ganz cool, Skeletor und Trapture in einem grünen Look. Und jetzt haben wir, also ich habe insgesamt 13 Stück gekauft, einen liegt schon da, es sind 12 zum Auspacken. Und hier habe ich die tolle Freude, dass ich auch welche auspacke, weil wir wechseln uns ab. Immerhin habe ich eine Freude, auch mitzupacken. Und ich werde die vorher wiegen. Ganz einfach aus dem Grund. Ich habe schon versucht, die Dinger, also wir machen das jetzt mal auf. Das Schöne ist, ja genau, das Schöne ist, man kann halt das Tor so hier aufmachen. Dann hat das halt hier so einen Toreffekt. Hier geht das genauso. Und dann hat man halt hier so zum Reingreifen. Das ist sehr schön gemacht. Also die Box ist wirklich der Hammer. Jetzt haben wir hier einen, den tun wir mal raus. Der ist dann jetzt noch verpackt. Und der ist damit sowas umwickelt, so Plastik. Und dann ist dann halt noch so dieses Schildchen dabei, Masters of the Universe. Hier unten drin stehen Zahlen, Nummern. Und ich weiß noch nicht, ob die eine Bedeutung haben. Hier ist zum Beispiel E, also der Beastman war E. Und hier steht G drauf. Die restliche Nummer ist gleich. Wird interessant zu sehen, ob das einen Unterschied macht vom Einkauf her, weil ich werde das jetzt listen alles. Und am Ende des Videos werde ich es unten in die Beschreibung, falls es Sinn hat. Das werden wir dann sehen. Und ich habe auch schon versucht, die hier irgendwie aufzumachen und zu erahnen, sodass man so. Aber das würde dann eher noch zu. Obwohl es ginge. Moment, ich habe hier so einen kleinen Hebler.
Vielleicht ginge es ja sogar, dass man sie unbeschädigt öffnet und herausfinden kann, was drin ist. Das machen wir jetzt mal mit einer. Das machen wir mal. Hebler hier, den Spielzeughebler. Ah, nee, jetzt habe ich es aufgepackt. Hoppala! Also meinen ersten habe ich schon offen. Das war, also es scheint nicht zu funktionieren, dass man diese Dinge aufhebelt und dann nachschaut. Vielleicht mit Spezialwerkzeug. Aber hallo, den habe ich aufgemacht. Du bist als nächstes dran. Schnase greift schon ganz gierig. Es ist natürlich Hiemen. Das ist schon mal gut, weil wenn man Hiemen hat, hat man schon mal die halbe Miete. Ich habe sehr wenig für diese Kiste gezahlt. Also dafür, dass ich 13 Packs drin hatte, ist wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Oh, ich krieg den nicht auf. Ah, jetzt aber. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mega günstig. Also, und ich habe da wirklich nicht viel für gezahlt. Ich habe für die 13 Stück samt Karton 56 Euro gezahlt, weil ich dann noch so einen 10% Gutschein hatte und weil ich so viel genommen habe. Da habe ich dann wirklich wenig gezahlt. Ja, dann haben wir hier Hiemen mit Schwert, das ist schon mal gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann sieht man, hier ist noch so eine kleine Anleitung drin. Das war jetzt ein unfreiwillig erstes Unboxing. Den habe ich jetzt natürlich nicht gewogen. Super geil. Das hat super geklappt. Okay, dann werde ich den noch nachträglich wiegen. Muss ich aber alles mit drauf, auch das Plastik. Wir werden mal gucken. So, wir haben hier. Der wiegt 59,3. Der andere, der Beastman, hat 66,7 gewogen. Also 59,3. Ich müsste mir mal kurz eine Liste machen. Ich habe hier einen Block. Einen Moment. Also ich liste das mal, dass ich das dann auch wirklich nachher hinschreiben kann. Weil wenn man sie nicht eingucken kann, einsehen kann, dann kann man sie immer noch wiegen. Und das würde ich machen, auch wenn sie günstig sind, wenn man bestimmte Figuren noch braucht. Also wir hatten den Beastman, der hat gewogen 66,7. Und dann haben wir hier, das war jetzt der He-Man, der ist, hey, jetzt ist das 36,2. Kann ja gar nicht sein. Ja, es ist ein bisschen ungenau, manchmal Ja. 36,1. Ach, der Hiemen steht gar nicht drauf. Dann kann er auch nur noch weniger wiegen. Dann hat er nämlich 59,4. Hiemen hat 59,4. Hiemen 59,4. So, dann machen wir mal den nächsten drauf. Diesmal ist der Schnauze Junior dran. Ich mach. Ich schneide sie dir nur leicht an. Das Messer darfst du nicht. Dann kriegst du sie leicht auf. Das ist auch so eine Lasche, da könntest du fest reißen. Aber geht es dann doch leichter. Dann Nummer 2 von den Snake Motion Packs geht auf. Den haben wir jetzt auch wieder nicht gewogen. Man at Arms in grüner Rüstung, sehr schön. Den müssen wir jetzt auch nochmal wiegen. Also ich sollte das vielleicht vorher machen, das Wiegen und nicht danach. So, dann machen wir hier mal alles drauf. Okay, dann lasse ich den. So, dann ist ein. Genau, dann haben wir nämlich das genaue Gewicht. So, der wiegt jetzt hat 62,1. 62,1 ist Man at Arms. So, Man at Arms, jetzt bin ich wieder dran. Du kannst ihn schon mal dabei auspacken. Dann kannst du ihn gleich zeigen. Spare mir ein bisschen Platz fürs Video. So, ich mache das nächste auf und das tun wir diesmal liegen. Also der Man at Arms hatte D. Ah, genau, die Zeichen dahinter muss ich mir noch aufschreiben. D hat der Man at Arms. Gut, dass ich das nochmal überlegt habe. E war das der He-Man hier, der da? E war He-Man und B, G. Was war denn der Beastman? I, E, Beastman war E, okay. Und der He-Man war G. Schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht. So. Dann bin ich beim nächsten. Den wiege ich vorher. Der hat 60,4. 60,4, da haben wir noch keinen. Also dann kann man den bedenkenlos aufmachen erstmal. Und wobei 59,4 war auch der He-Man. Mal gucken. Der hat den Buchstaben H. H. Schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht. So, dann machen wir den mal auf. Ich muss den ein bisschen rüberschieben. So. Dann haben wir hier nicht mehr Platz, weil mir die Kamera zu nah dran ist. Also das war jetzt das Haar und dann schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht.
Das interessiert mich einfach nur. Oh, das ist Skeletor. Okay, Skeletor war 60,4. So, und hieß H in der Beschreibung. So. Ja, wir haben jetzt hier auch noch mehr Arms wieder fertig. Der ist jetzt auch fertig, der sieht wirklich cool aus. Also ich habe erst ein bisschen gezweifelt, weil er eine andere Farbe hat, aber der sieht mega aus. Also wirklich cool. Ist jetzt noch keine gleichen. Du darfst den Skeletor aufmachen, während ich hier den nächsten Pack schon mal vorbereite vom Gewicht her. Kann ich den Skater nutzen, weil es ist so schwer. Ich helfe dir. Danke. So. Ich helfe doch gerne mein Sohn. So, den nächsten wiege ich schon mal, aber den macht mein Sohn auf. Das ist der da hier. Der hat ein A. Schauen wir mal, ein A hat er. Und dann schauen wir mal, wie viel er wiegt. Der wiegt 60,4. Jetzt wird es interessant, weil 60,4 hat man schon mal. Dann könnte das da hier rein theoretisch ein Skeletor sein. Vielleicht ein anderer Skeletor. Ja, das kann auch sein, weil es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt ja den goldrüstigungs-schwarzen Skeletor und den blaues Skeletor. Dabei zeige ich mal noch ganz kurz dieses Heftchen, das habe ich vorhin vergessen. Das ist einfach mal von vorne so dieses Masters-Emblem, wo bei den alten klassischen Figuren aus den 18 schon dabei war. Und im Hintergrund so ein richtig schönes Bild mit allen Figuren. Links Drachensteinfestung, rechts Schloss Grayskull oder halt Snake Mountain, wie man möchte. Sehr schön gemacht, 8 Stück gibt es insgesamt. Jetzt schauen wir uns mal den Skeletor an. Müssen wir ein bisschen weiter hinter, sonst sieht man nichts. Meine Kamera hat keinen Fokus, ich bin zu arm dafür. Hat er kein Schwert gehabt? Nee. Boah, das ist dreist. Kein Schwert für Skeletor. Na gut, dann hat er keins. So, dann haben wir das nächste, das haben wir schon gewogen. Das ist deins, genau. Ich werde natürlich durch die Figuren öfter mal aufreißen, dass man mehr davon. So. Dann haben wir hier den nächsten. Bin sehr gespannt, weil der wiegt genauso viel wie der Skeletor. Bin ich mal echt gespannt, ob das auch ein Skeletor sein wird. So. Öffne die Zauberkiste. Öffne die Burg. Andere Seite ist besser, glaube ich. Ich finde auch das Mini-Design von den Ganzen wirklich klasse. Hier hat man nochmal die Burg von... Ah! Faker. Mega. Okay. Also, Faker wiegt 60,4. Er wiegt genauso viel wie Skeletor. Das kann heißen, dass man daraus sich nicht wirklich viel erschließen kann. Aber man wird sehen am Ende. Also Faker ist schon mal gut. Wir wollen auf jeden Fall einen Faker haben. Aufmachen. Ja, dann darfst du aufmachen. Ich brauche aber Hilfe. Du brauchst Hilfe. Hier ist der Cutter. Rutsch die Finger weg, dass ich dich nicht schneide. Also jetzt geht's nicht. So. Und dann bin ich schon wieder dran. Und schauen wir mal, ich tue den wiegen. Also wenn das nicht klappt hier mit dem Wiegen, dass die dann am Ende, ich die Waage nochmal ausmachen, ich habe versehentlich was draufgelegt. So, wenn die am Ende tatsächlich keine Merkmale haben von den Buchstaben her, dann kann man zumindest sich ein bisschen am Gewicht orientieren. Der hat jetzt 60,7, also auch ganz nah an Skeletor dran. Also sie wiegen alle so ein bisschen gleich. Der hat die Nummer H, das hat der Skeletor auch. Könnte auch dann das Skeletor sein. Ein paar Gramm kann Unterschied sein. Es können Luftblasen im Plastik versteckt sein, von denen wir nichts wissen. Zeig mal den Faker kurz. Nicht zu nah dran. So, ja, Faker hat eine Axt, das ist cool. Leider kein Schwert, aber der sieht mega aus. Also Faker ist wirklich cool. Mal ganz kurz den He-Man stellen, wenn wir ihn schon da haben. Da haben wir He-Man, da haben wir Faker. Da kann man auch nochmal ganz kurz so einen klassischen Blick drauf werfen. Mal den klassischen He-Man. Was ist da denn jetzt hin? Der Fitze. Ja, damit. So. Da haben wir den Classic Faker und den, also den Classic, den 80er Faker und die Figur Faker. Schön. So. Dann kommen wir zu dem da hier. Das war ein H, den habe ich schon gewogen, genau. Den Faker mal kurz weg. Also Faker kennen wenige in Europa, weil es den hier auch wirklich selten gab. Und deswegen ist es eher so eine Figur, wo ich denke, dass da mehr Sammler mit zu tun hatten, weil der auch in der Zeichentrickserie gar nicht so dargestellt wird. In Blau, glaube ich, also ich vermute es, ich muss jetzt gar passen, so habe ich es zumindest in Erinnerung, dass der in der Serie eigentlich ganz normal wie der He-Man aussah. Und da haben wir Skeletor. Also, wir haben zweimal H und beides war Skeletor. Das ist schon mal ein Hinweis. Und beides wog ungefähr 60,4 bis 60,7. Den mache ich wieder komplett zu. Der kommt nämlich dann bei E-Mail rein. Ein bisschen wieder verkaufen, dass man auch wieder ein bisschen was reinholt von dem, was man
ausgegeben hat. So, nächste. Warte, erstmal wiegen. Die nächste wiegt 60,6. Na, das ist wieder nah an Skeletor dran. Und hat den Buchstaben C. Mal gucken. Aufmachen. C, Buchstabe C. Du musst es ins Bild halten, dass jeder mitbekommt, was da passiert. Warte. Schwupp. Das muss jeder sehen. Die ganze Welt. So. Ja. So, das ist Trapture in Gelb. Okay. Das, also Giftgrün, der ist wirklich cool. Also da haben wir ja noch die Gegenvariante. Trapture ist so einer, der verfolgt uns, aber den haben wir immer als erstes. Also den hatten wir auch in der ersten Castle Grayskull Version von der Wave 1. Das ist ja Wave 2, wollen wir jetzt anschauen. Und wir haben immer Trapture als erstes gezogen, wenn es um irgendwas ging. Das war schon sehr lustig. Okay, dann aufmachen. Hier ganz kurz einen Cut für den Kleinen reinmachen, dass er aufkriegt. Und während er ihn auspackt, gehe ich meine nächsten an. Musst du suchen. So. Der da hier hat jetzt 61,9, das war Trapture. 61,9 hat der nächste. Mit 61,9 hatten wir noch keinen. Nahe dran ist der Man at Arms vom Gewicht her, der hat 62,1. Und schauen wir mal, ob mein Gefühl mir sagt, dass es Man at Arms sein wird. So, weil das kann man dann schon ein bisschen eingrenzen. Ja, es ist Man at Arms. Wie erwartet, also man kann sich an den Zahlen und an dem Gewicht leicht richten. Ich meine, ich könnte jetzt halt die Gewichte so ein bisschen auskalkulieren, die zulassen und dann geschlossen natürlich besser verkaufen. Aber ich will hier mal auch mal ein bisschen was für meine Fans in dem Sinne tun. Also meine Fans, das ist ein bisschen überheblich. Für meine Zuschauer tun, dass sie zumindest eine kleine Orientierungsbasis haben, wenn sie selbst noch vorm Laden stehen und eine Figur fehlt. Wenn man sie nicht so leicht bekommt, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, sich da ein bisschen zu orientieren. So, das nächste. So, jetzt zeigen wir noch mal kurz Trapture. So, zeig mal Trapture. Noch mal aufgebaut, ein bisschen weiter hinter. Ups, der steht nicht gut, aber das liegt an seiner Waffe. Und der hat nur die Zange dabei, ne? Nochmal im Vergleich mit dem anderen. Ja, perfekt, oder? Also er gefällt mir gut. Ich habe ihn mir auch hässlicher vorgestellt. Aber er sieht richtig cool aus. Wenn er immer so ausgesehen hätte, das würde er wahrscheinlich gar nicht auffallen. Er hat den gleichen Charakter im Endeffekt, nur ein bisschen giftiger. So, der nächste, der gehört wieder meinem Sohn. Der hat 60,6, um genau zu sein. Also das könnte wieder ein Skeletor sein. Jetzt könnte man sagen, ne, mach den nicht auf, das ist Skeletor. Aber man braucht ja auch noch den schwarzen Skeletor. Also 60,6. Und dann hat er den Buchstaben A. Okay, die Buchstaben scheinen vielleicht keine direkte Verbindung zu haben. So. Faker nochmal. Sehr gut, lass ihn wieder drin. Dann kann man gut verkaufen. Also Faker ist ein Lieblingsmodell. Da können wir schon ein bisschen was von unseren Ausgaben wieder einholen. Und ich meine, das ist klar, dass man das macht, wenn man blind kauft, dass man sich dann ein bisschen wieder aussteuert. Das ist doch völlig okay. Man sollte es bloß nicht übertreiben. Ich finde es nicht gut, wenn dann die Preise ins Unendliche gehen. Ich würde dafür einfach den, ja, doppelten Preis verlangen, wenn es eine seltene, beliebte Figur ist und der Rest ist viel zu teuer. Also irgendwas mit 40, 50 Euro, ganz ehrlich, langt euch an die Nase, das ist unverschämt. So, ich bin wieder dran. Ein doppelter Preis ist ja schon unverschämt, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ich sage mal so, das ist dann noch im realistischen Stübchen, wo man sagt, okay, jetzt war, Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Faker hatte das. Der Faker hatte einen gleichen Buchstaben. Und fast gleiches Gewicht. Okay, das ist schon mal interessant. Und jetzt haben wir hier einen 60er, der wiegt 60. Genau 60 und der hat den Buchstaben G. G hatten wir schon mal mit He-Man. Dann können wir mal gucken, ob sich das wieder bewahrheitet. So, ich bin dran. Dann schauen wir mal. So, wenn es He-Man ist, dann haben wir schon mal Buchstaben, die wohl anscheinend zueinander zuordnen sind. Es ist He-Man, wie erwartet. Also sprich, G könnte immer He-Man sein, aber das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Aber es ist schon mal sehr nah dran. Er wiegt fast das gleiche und er hat genau die gleiche Buchstabensortiment. So, so, jetzt nochmal meinen Sohn. Ich soll ihn ankratten. Oh, Moment. So, jetzt muss man vorsichtig drauflegen. 60,9.
60 Komma hat man noch nicht direkt. Schauen wir mal, hier oben ist noch Platz. 60,9. Ich habe da nur so einen kleinen Schmierzettel. Den muss ich dann später übertragen. 60,9 und er hat den Buchstaben H. H, warte mal, das könnte wieder Skeletor sein im Endeffekt. Könnte sein. Muss aber nicht sein. H war auf jeden Fall bis jetzt Skeletor. Skeletor. Ah ja, H ist bis jetzt immer Skeletor gewesen. Das kann natürlich sein, dass es der andere Skeletor ist. Also wenn ihr die Liste dann wollt, ihr könnt dann unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung gucken, da werde ich die Liste hinterlassen, was wie drinnen war. Vielleicht hilft das manchen. Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwo eine Liste. Ich meine es halt gut mit euch. So, ja los, ganz viel Power. Die Power of Grayskull. Da kann Snake Mountain nicht knacken, also Burg Drachenstein. So, ja. Kräftig. Wir haben wieder aufgemacht immer. Die ganze Zeit schon, hat immer funktioniert. Was ist los mit dir? Schwächt. Nochmal Skeletor, tatsächlich. Also das heißt, H war bis jetzt dreimal Skeletor. Und er hat ungefähr das gleiche Gewicht gehabt. Es ist immer leicht unterschiedlich, aber es ist gleiches Gewicht vorhanden. So, jetzt haben wir den nächsten. Da bin ich wieder dran. So, wir haben hier schon ein bisschen Müll rumliegen. Ich fehlt uns nur noch Figuren. 61 habe ich jetzt. 61, das könnte He-Man sein. 61,0. Und das ist, schauen wir mal, He-Man war bis jetzt G. Es ist B. B hat man noch nicht. Kann natürlich dann auch was ganz anderes sein. So, probieren wir es mal aus, da bin ich dran. Und dann haben wir nur noch ein Stück danach, dann sind wir schon durch. So, wo ist jetzt der Riffel? Da. Was ist der Riffel? Wir hätten noch gerne eine seltene, bitte. Also vielleicht waren die 5 von verkauft sind schon rausgewogen. Wir haben einen schwarzen Skeletor. Yeah, also einen schwarz-goldenen. Sehr gut. Das ist schon mal mega. Und damit haben wir alle bis auf Stinklor. Skeletor schwarz. Also am Gewicht kann man sich nur minimal richten. Das hat Unterschiede. Aber es ist ungefähr. Also wenn man eine ganz bestimmte Willige. Viel wiegt der Beastman, der ist ganz deutlich. Die Gewichtsklasse 66,7 ist am höchsten. Also wenn man Beastman braucht, findet man den auf jeden Fall. Bei den anderen muss man doch schon ein bisschen rumvariieren. So. Dann der nächste wird aufgekartet. Ich tue schon mal den neuen Fiegen von dir. Das ist dann der letzte. Der neue wiegt 60,8. Also alles so ein bisschen im gleichen Bereich. Das wird schwierig mit dem Gewicht. 60,8 und hat den Buchstaben H. Buchstaben H war bis jetzt immer Skeletor. Und er hat 60,8. Es wird Skeletor sein, nehme ich an. Dann fehlt uns der blöde Stinkor, der Stinker. Aber immerhin, wir haben fast alle, also das ist schon mal gut. Das kann man nicht verübeln. Das ist eine gute Bilanz, wenn man dann noch den Stinko 1 nachkauft. Und ich denke, er wird nicht teuer sein. Er macht den Skeletor halt auf. Was ist das Problem hier? Jetzt mache ich den seltenen Nein. Skeletor auf. Nein. Warum nicht, Schnasel? Er kämpft sich da gerade ab. Er ist ziemlich verworren. Also immerhin schon mal eine seltene Figur. Ich nehme an, der Skeletor ist eine seltene Figur. Kann ich aber auch nur so halbwegs behaupten, weil er halt golden und schwarz ist. Also das ist dann schon etwas anders wie die normalen. Und da denke ich, das ist auf jeden Fall eine Spezialfigur. Es kann natürlich auch sein, dass Matt Arms als Spezial zählt. Wäre mal interessant, wenn Matt Arms als seltene Figur vorgeht. Das tut es ja meistens nicht. Er ist meistens Anti-He-Man nicht Anti-He-Man, Faker. Der, wo immer die meisten Figur selten ist. Ja, goldener Skeletor, sehr schön. So, und jetzt der letzte. Jetzt können wir beten, dass es ein Stinkor ist, aber ich glaube, es wird ein Skeletor sein. Da habe ich irgendwie so die Vermutung. Hoffentlich dann ein goldener, dass man den weiterverkaufen könne. So. Dann schauen wir mal. Skeletor. Also, man kann sich daran variieren scheinbar. Also H ist bis jetzt immer Skeletor gewesen. Das ist natürlich sehr auffällig. Und ich würde die Liste einfach mal so durchgeben und drunter schreiben. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob die Liste richtig war, ob es gestimmt hat. Jetzt werde ich hier nochmal ganz kurz einen Cut reinschlagen, damit wir die Figuren schön zusammenstellen können. Dann machen wir nochmal ein Endbild drauf. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, wir haben jetzt die hier mal schön zusammengestellt, ein bisschen aufgestellt, dass man die hier so ein bisschen sieht.
Und können wir ganz kurz ins Detail gehen. Hier haben wir, gehen wir mal von 4 aus an. Hime natürlich mit seinem Schwert. Skeletor hat nur seinen Stab, muss man gleich bedenken. Schade, dass dann keine Variation zu dem goldenen Skeletor besteht. Dass der vielleicht zumindest sein Schwert hat. Aber gut, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Dann haben wir hier noch Trapture, den in der gelben Fassung, in der giftgrünen Fassung. Da ist noch der alte von der ersten Wave, den habe ich jetzt mal mit dazugestellt. Und dann haben wir hier Beastman, der ist auf jeden Fall cool. Also Beastman finde ich ist sehr gut gelungen. Vor allem, er sieht nicht deformed aus, weil er allgemein sehr, sehr, sehr wuchtig ist. Und also den da hier, wenn er noch braucht, der hat auf jeden Fall das auffälligste Gewicht. Er ist ja auch ziemlich groß. Mit 66,7 hat kein anderer ansatzweise das Gewicht erreicht. Und dann haben wir hier noch Man-at-Arms in der grünen Fassung. Der ist auch sehr cool. Schön, dass wir dabei haben. Uns fehlt Stinkor. Und also ich denke mal, von der Mischung her gehe ich davon aus, dass in einem Eternia Minis Pack definitiv so viele drinnen sind, dass man zumindest ansatzweise alle haben kann. Das kann natürlich jetzt Zufall sein. Wir hatten am häufigsten hat man Skeletor doppelt. Ich bin froh, dass wir noch einen Anti-Hemen doppelt haben. Den kann ich dann ein bisschen Faker umwerten. Ein Faker, ich verwechsel die immer manchmal. Was hat man dann noch doppelt? Den Hemen. Den mit Man-at-Arms, oder? Nee. Hat man den nicht doppelt? Doch, den hat man auch doppelt. Also so von allen Figuren hatten wir 4 Doppelte, den Skeletor ein bisschen häufiger. Also es kann sich rentieren, die abzuwiegen, wenn es um bestimmte Figuren geht. Bei Skeletor wird es schwierig, der wiegt immer gleich. Vor allem, weil halt er dann auch so in der Gewichtsklasse mitspielt. Auffällig war bei Skeletor auf jeden Fall, dass der Buchstabe H immer vertreten war. Das müsste man mal überprüfen und bestätigen. Bei den anderen kann ich es gar nicht so hundertprozentig sagen, weil es halt einfach... Moment, bei wen hat man noch doppelt? Faker. Bei Faker war es A und bei Faker war es A. Okay, perfekt. Meine Liste. Ganz schmierig geschrieben. Und bei den doppelten Man-at-Arms. Hatten wir Man-at-Arms doppelt? Eigentlich schon, oder? Dachte ich. Aber ich glaube, wir täuschen uns. Den hatten wir nicht doppelt. Doch. Echt? Haben wir den doppelt? Ja. Ah ja, hier habe ich eins aufgeschrieben mit 60,7. Oh, da habe ich den Buchstaben nicht drauf. Da müsste man mal überprüfen. Gibt es noch einen G-Buchstaben, den ich in den doppelten habe? Moment. Habe ich nicht aufgepasst. Ah. Ja, ein G-Buchstabe ist in den Nennen, wo ich doppelt habe. Das heißt also, Man-at-Arms hat auch das G. Und somit kann man die tatsächlich an nicht nur am Gewicht ausmachen, sondern tatsächlich am Buchstaben. Also für mich ist das jetzt ein ziemlicher Beweis. Man-at-Arms, okay. Für mich ist das ein ziemlich starker Beweis, dass man das machen kann. Ihr müsst das selber prüfen, nehmt euch nicht hundertprozentig die Liste hin, probiert das mal bei einem, checkt das aus, ob es klappt. Wenn es so ist, dann wäre es cool, wenn ihr mir hinschreibt, wer Stinkor ist, damit ich vielleicht Stinkor rausfischen kann irgendwie noch, weil den brauchen wir jetzt noch. Und wir haben halt zumindest die zweite Wave komplett. Ob wir die erste Wave noch irgendwie irgendwo bekommen, das ist natürlich fraglich. Mein He-Man ist sowieso doch schon jetzt bei uns und Skeletor auch. Cool wäre halt dieser Horde-Zombie, den hätte ich unglaublich gerne für meinen Sohn gehabt. Und der Buzz-Off ist natürlich auch cool, Ram-Man. Es sind schon coole Figuren, auf jeden Fall. Die Auswahl ist cool, dass es keine Frauen gibt, ist ein bisschen schade. Da hätte man ja, ich meine, gut, ist ein bisschen schwierig, wegen den Muskeln. Aber da hätte man ja andere Körperteile dafür größer machen können. Mein Sohn schaut jetzt ganz verdattert und versteht nicht, was ich meine. Das ist auch gut so. Und dementsprechend könnt ihr mich dafür haten. Ich verabschiede mich mit diesen Worten und hoffe, dass bald eine Sorceress erscheint. Okay, macht's gut. Ciao, ja. Ciao, Kakao. Sag auch Tschüss. Ciao, Kakao.